Jägerschaft. Verringert den Rückstoß und ermöglicht ein bequemeres Ziel. Okay. Doppellauf. Genau, den hat man schon gefunden. Kann man auch eine Rotpunktwiese drauf machen? Sonst nichts. Okay. Guck mal, wie die Bastard ist. Scharfschützenschaft. Okay. Ah, der hat die gleichen Anbauteile wie der Revolver, richtig? Das ist ja eigentlich ziemlich cool. Jetzt müsste ich noch wissen, was für eine Munition das Schätzchen frisst, ne? Weil wenn der die Kalaschmon frisst... 15 Schuss aufnehmen. Die Frage, nimmt der die Kalaschmon oder die Dings? Ich werde es gleich mal ausprobieren. Dann machen wir erstmal einen Schalldämpfer drauf. Und den Schaft drauf. Schalldämpfer, das 15 Schuss Magazin. Okay, okay. Nehmen wir die mal mit. Automatikwaffe. Da, jetzt haben wir hier das Vierfach wieder drauf. Okay, können wir das an die TH auch anbauen? Ne, da können wir es immer noch nicht anbauen. Okay. Dann bleibt die TH erstmal so, wie sie ist. Aber an die Kalasch, da könnten wir das Vierfach anbauen. Machen wir da mal eine böse Sniper-Kalasch draus. Wenn ich den hier abmache, kann ich den hier ranbauen? Ja. Machen wir den hier drauf. Da geht die Genauigkeit hoch, wenn wir mit Kimme und Korn nur schießen. Okay. Aber brauchen wir ja fast nicht, weil wir den Laserpointer haben, ne? Machen wir das mal so. Laserpointer ist auf der Waffe fast wichtiger als auf der Kalasch, weil die Kalasch nehmen wir jetzt im Endeffekt als Long Range und die hier ist wirklich nur, wenn Schnauze voll. So, das ist der Spartanerhelm, die elektrische Ausrüstung, das Ding und den Kompass. Armschutz, Kompass, okay. Was brauchen wir denn noch? Filter, 4 Minuten. Jeder Filter hält nur eine Minute. Oh, fuck it. Okay, mehr kann ich nicht. Okay. Da haben wir alles Mögliche noch. Immer 4 nur mit, ne? Okay. Da gucken wir mal eben, welche Munition die Dings braucht. Jo, die braucht die Pistolenmunition. Sehr gut. Das ist doch gar nicht so schlecht. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen mehr davon machen können. Aber dann haben wir einen guten Ersatz. Moon. Nur 60, okay. Das heißt, wir haben 4 Magazine mit der schallgedämpften Waffe, die aber wenig Damage macht. Aber wesentlich schneller schießt als der Revolver. Danke, dass du und Artyom uns helft. Ich weiß gar nicht, was ohne euch aus uns geworden wäre. Dieser Ort ist verflucht. Und Silanchus auch. Danke uns nicht, bevor nicht alles geregelt ist. Ein Schleppstift von den Händlern und das Brückenkopf eindringen, also die Brücke herablassen und den Fluss überqueren. Klingt ein wenig kompliziert. Natürlich. Oh, wächst mittlerweile stetig. Erst Crest und jetzt Katja und ihre Tochter. Klar, je mehr wir sind, desto besser. Aber das Wohnraumproblem muss nun wirklich dringend gelöst werden. Ich muss jetzt also zum Terminal, wo Crest seine Motordrehsehne versteckt hat. Und hier kann ich dann vom alten Zugdepot einen Passagierwagen zu erholen. Ich wollte noch fragen, da wo die großen Tanks sind, wenn du meinen Teddybären dort findest, nur für den Fall, könntest du ihn mir mitbringen? Ein Dämon hat ihn mir weggenommen. Der konnte fliegen. War ganz unheimlich. Die leben da. Er hat Teddy zu seinen Kindern gebracht.
Teddy fehlt mir so sehr. Da unten ist der Teddy, okay. Gehen, aber Mama ließ mich nicht, weil es da nämlich auch elektrische Dämonen gibt. Das ist wahr. Die kommen nachts raus und dann leuchten sie so schön. Ja, so schön und so tödlich. Und unheimlich. Ein bisschen. Na gut. Machen wir uns mal auf die Socken. Na, was willst du noch von Artyom, mir? Ich habe mich noch gar nicht richtig dafür bedankt, dass du mich aus diesem dummen Keller geholt hast. Weißt du, ich hatte nicht einmal Angst, als ich stürzte. Weil ich wusste, dass du sowieso kommen und mich retten würdest. Ach. Danke, mein Liebling. Jetzt geh. Jetzt verpiss dich. Komm bald wieder und halte dich von den Hotspots fern. Artyom, gehst du zum Terminal? Es könnte sein, dass du dort auf Duke triffst. Er hat dort in einem Waggon bei der Brücke einen Beobachtungsposten eingerichtet. Okay. Bitte ihn um einen Lagebericht, bevor du reingehst. Eine Sache noch. Dieser Turm zur Rechten. Siehst du den? Da ist irgendwer. Ich denke, es sind die Banditen. Sie beobachten uns. Wir haben da jemanden Gitarre spielen hören. Aber das war eine Vollkatastrophe. Ach, falsche Taste. Stepan wollte ihnen das Instrument schon wegnehmen. So sehr haben sie die Melodie verhackstückt. Wie wäre es, wenn du die Gitarre befreist? Mach einen alten Freund glücklich. Stepan ist ein Zauberer auf der Sechsseitigen. Er spielt total coole Rockmusik. Viel Glück, Artyom. Denke immer daran, deinen Spielfortschritt zu speichern. Ja. Da ist doch gerade irgendwas gehopst. Long Range sind die Dinger nicht so der Knaller. Hat das Vieh sich gerade schlafen gelegt auf den Rücken? Ernsthaft? Das sah einfach zu komisch aus. Ich weiß ja nicht, ob das für euch zu dunkel ist. Mein Monitor hält das ja selber auf. Oh, Alter. Kackkrähe, erschreckt mich halt. Oh, da kommt man nicht rein, das ist auch gut. Komm ich hier rein? Aha. Oh, es wird schon wieder hell, wa? Oh, ich bin schon an irgendwas vorbeigelaufen. Uncool. Wow, 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 Dude. Oh, lad schneller, lad schneller! Okay, Kopfschuss muss sein. Direkt hier voraus muss was sein. Da hoch.
Ganz sacht das Einzelfeuer. Hier ist ein Pfeil. Hier bin ich richtig. Okay, dann gehen wir hier hoch. Oh, ich wollte gerade sagen, Alter, da war ich schon drin. Nanu. Ach, da, ich habe den Ausgang, glaube ich, gesehen. Das klang überhaupt nicht nett. Da komme ich bestimmt nicht durch. Feuerchen anmachen. Doch kein Eingang. Nimm mal lieber die Kashi, ey. Ah, hier. Aha! Sehr gut. Stiefel. Eine Werkbank. Du siehst ein bisschen tot aus, Dude, würde ich sagen, oder? Jo, ah, das war einer von diesen Elektrik-Heinis. Hier könnte ich jetzt schlafen. Ah, damit man die Tageszeit abwarten kann. Das ist natürlich cool, okay. So, und wir haben jetzt schon gemerkt, uns geht die Pistolenmunition aus. Okay. Oh, komisch, dass hier die Genauigkeit runtergeht, wenn ich... Ach nee, jetzt doch nicht mehr. Machen wir da natürlich die Optik drauf. Hallo? Hallo? Dann machen wir das so. So, was zeigt er jetzt hier an? Ah, da ist jetzt ein Homebase-Symbol. Da ist die Musik gespielt worden. Und da vorne müssen wir zum Terminal. Das Terminal ist da oben an der Ecke. Da drüben. Also wir müssen da vorne über die Brücke rüber und so. Ja, trink mal ein Stückchen. Wir schlafen bis zur Nacht. Boah, sieht schon cool aus, ne? Alleine sowas schon, ey. Uiuiui. Ui, ui. Gott, ey. Ganzen Tag gepennt? Ja. Entspannung. Okay. Da hinten ist einer. Ah, da oben. Er hat eine Kopflampe auf.
Protonplatten werden die Moneten. Wasser! Was? Wasser! Bitte! Vielleicht noch einen Imbiss dazu? Richtig! Gib uns die Moneten, dann kannst du trinken! Nein! Niemand bezahlt für mich! Lass mich einfach gehen! Bitte was? Es gibt keinen. Ich bin alleine. Lebendig wieder wegkomme. Scheiße. Du siehst gar nichts. Dem kann ich nichts tun. Hätte sein können, dass ich ihn befreien kann. Wäre kein Wunder, hier für mich. Verdammtes Pech. Immer hab ich die Scheiße am Hals, aber nie die guten Sachen. Scheiße. Scheiße! Gucken wir mal einen Schritt nach oben irgendwo. Ah, da. Scheiße, jetzt brauche ich dringend eine Kippe. Oder auch nicht. Hilfe! Hilfe! Ich bitte dich im Namen des Zarfischs. Binde mich los! Bitte! Moment, erst mal plündere ich hier, bevor ich dich irgendwie losbinde, okay? Was ist das denn für ein geiler Scheiß? Ein Rotpunktvisier und... Okay. Noch höher. Ach, so komme ich darüber. Ah, okay. Alles klar, aber erst bin ich den Typen unten los. Bevor die den da unten einfach fressen oder so. Das wäre jetzt ein bisschen uncool, so nach dem Motto: Hey, er pimmelt hier oben rum, er durchsucht die ganzen Sachen und in der Zeit fressen wir seinen Kollegen. Nom, nom, nom. Ups, einmal kurz die Beine gebrochen dabei. Den hat man schon leer geplündert. Warum kann der denn nicht einfach eine Treppe runterlaufen, wie jeder andere normale Mensch auch? Dann bin ich dich halt los, mein Dude.
sehr. Vielen Dank. Diese Teufel haben mich auf dem Weg zum Haus des Fisches erwischt. Ich hatte eine Bußübung von Vater Silantius bekommen und den halben Weg hatte ich hinter mir, als sie mich erwischten. Ja. Ich sehe, du bist einer dieser Ketzer, aber ich erzähle es dir trotzdem. Hier auf der Insel gibt es ein Lager. Da steht ein Gerät. Wir dürfen es nicht benutzen. Das wäre eine Sünde. Aber du könntest das machen. Okay. Ich ruhe mich hier noch etwas aus, bevor ich zurückgehe. Den Rest meines Lebens werde ich für dich zum Zarfisch beten. Er könnte deine Seele noch retten. Okay, na dann. Wenn dir das so wichtig ist. Oh, geil. Hauptsache mal ja, schön so ein bisschen Tapete reingeklebt. Läuft bei denen. Liegt hier vielleicht irgendwo noch was Cooles? Hm? Ihr kleinen Banditen, Lümmel. Oh, ihr seht so ein bisschen tot aus, Jungs, wa? Wollen nur Asche drin? Ja, dann. So komme ich also da drüben auf die Insel, richtig? Ne, da komme ich hin. Da drüben. Da drüben will ich ja gar nicht hin. Ich will ja darüber. Fernglas. Da sind auch Typen. Da sind, glaube ich, die Händler, wa? Alter, das klingt voll ungesund. Ohne Scheiß. Du hast Magenprobleme. Geh mal zum Spezialisten damit. Echt uncool. Oh. Chemikalien. Sehr gut. Noch irgendwas? Ja, Kanister ist leer. Jacken sind auch keine Chemikalien, auch wenn die wahrscheinlich stinken wie Hole. Aber, na komm, wir können jetzt das Licht wieder anmachen, wir sind ja jetzt alleine hier. Vielleicht gibt es dort ein Boot. Ja, das ist möglich. Ich schaue erstmal, ob ich hier nochmal alles habe. Ja, 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 habe ich. Was haben wir denn jetzt eigentlich für ein cooles Teil gefunden? Hier, ich wollte gerade schon sagen, hey, hier geht's runter. Hier wäre es runtergegangen, ja, und zwar ziemlich schnell und ziemlich steil bergab, glaube ich. Alter. Wo war denn diese verkackte Treppe? Ach, hier drinnen, ne? Noch irgendwas vielleicht? Bücher? Hier? Ne, in dem Bett kann ich nicht pennen. Hier ist Licht an. Den Revolver haben wir schon seiner Bauteile entledigt. Ich guck mal eben nach, was wir gekriegt haben. Revolvere. Oh, was ist das denn? Schwerer Schaft. Griff und Schaft aus schwerem Metall. Verbessert die Kontrolle über den Rückstoß. Erhöht die Stabilität der Waffe erheblich. Schwerer Schaft aus Metall. Okay. Was haben wir noch gekriegt? Rotpunktvisier hat man nur, aber ich glaube, das war für die Bastard, ne? Ach, wir haben noch einen Laserpointer gekriegt. Ich wollte gerade sagen, das ist die Bastard. Schwerer Schaft aus Metall. Okay. Ich behalte mal lieber das. Langer Lauf, vierfach großes Magazin. Ein Laserpointer habe ich. Ach so. Ach, ich habe noch einen Laserpointer gefunden. Aha. Ja, aber da brauchen wir, glaube ich, keinen drauf. Also hier auf der MP reicht da, glaube ich, erstmal. Deswegen, hier passen nämlich komischerweise genau die gleichen Sachen ran, glaube ich, wie... Ja.
Ja, geht der Schaden halt hoch, ne? Jetzt ist die Frage, okay, wie macht man's? So, gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwas finden. Hier, das Ding haben wir noch nicht gehört. Simon, die Brücke ist erledigt. Die Fanatiker haben sie übernommen. Ich war bereit, ihnen ein Viertel der Ladung zu geben, aber sie wollten nichts davon hören. Wollten, dass ich ihnen zuerst meinen Diesel überlasse. Und verdammt nochmal, ich werde den Flachwagen nicht 200 Kilometer weit mit einer verschissenen Draisine schieben. Wir stecken allerdings tief in den roten Zahlen. Daher schicke ich dir Serge mit dieser Nachricht. Verkauf den Diesel an die Brüder, sie haben Bares dafür geboten. Und besorg die Fähre. Oder einen motorgetriebenen Kahn. Oder ein Schleppschiff. Hast du mich verstanden, Simon? Nicht falschen. Sobald die anderen von der Brücke hören, wird jedes Stück Scheiße, das schwimmen kann, sein Gewicht in Gold wert sein. Wenn wir schnell genug sind, kriegen wir das hin. Mach hin, Simon. Zeit ist Geld. Okay. Wollen wir mal gucken, wo uns die Seilrutsche hinbringt? Ich mache erstmal die Funzel aus. Ich nehme mal die Bastard in die Hand. Ja, wesentlich angenehmer zu zielen. Okay, und Party Hard. Auf die Karte. Sind wir hier unten. Okay, ich habe gerade gesehen, es gibt einen Landsteg nach links. Kann man die wieder zurück, bitte? Noch ein großes Magazin, Standardschaft und noch ein langer Lauf. Oh, Elektroanomalie. Alter, ist das Ding schnell. Wird aber seine Runden, ne? Okay.